Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und auch Engelum zu einem neuen Adventskalendertürchen mit dem Zwergenfürst vom Zwergenfürst. Ich lese heute ein Weihnachtslied oder auch eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, die gekürzte Fassung. Ja. Wir beginnen mit dem ersten Kapitel, Marleys Geist. Marley war tot, tot wie ein Türkennagel, vermerkt, begraben und nicht mehr von dieser Welt. Daran bestand kein Zweifel. Seine Partner Ebenezer Scrooge, einem habgierigen alten Sünder, der das Geld aus anderen herauspresste, gehörte nun das Geschäft, ganz allein. Aber sonst würde sich nichts ändern, nicht einmal der Name über der Geschäftstür. Solch ein liebloser Mann war Scrooge, dass weder Hitze sein Herz erwärmen, noch winterliche Kälte ihn beeindrucken konnten. Nie flehte ein Bettler ihn an. Zwar schienen selbst die blinden Hunde ihn zu kennen, doch wenn sie ihn kommen sahen, zerrten sie ihre Besitzer in Hauseingänge oder die Gassen hinauf und wedelten mit dem Schwanz, als wollten sie sagen, besser gar kein Auge als derart böse, blindes Herrchen. Aber was kümmerte das Scrooge? Das war es gerade, was ihm gefiel. Deshalb ließ er selbst an jenem besonders beißend kalten Heiligabend, genau 7 Jahre nach Marleys Tod, Bob Cratchit, seinen Büroangestellten lieber fast zu Tode frieren, als ihm ein weiteres Stück Kohle für das ohnehin erbärmlich kleine Feuer zu geben. Er war ein derartiger Verächter der Menschen, dass er seinen gutherzigen Neffen, der vorbeikam, um ihn zum Weihnachtsessen am nächsten Tag einzuladen, verfluchte. Und nicht nur ihn, sondern auch das Glück, die Liebe, kurz alles, was man verfluchen kann. Und Weihnachten? Pah, Unsinn. Feiere du Weihnachten auf deine Weise und lass es mich auf meine feiern. Feiern, wiederholte Scrooges Neffe. Aber du feierst es ja gar nicht. Überlass das nur mir. Kaum hatte er seinem Neffen die Tür gewiesen, standen 2 Bittsteller vor ihm, um für die Armen zu sammeln. Wir haben die Zeit gewählt, weil gerade jetzt die Not am stärksten empfunden wird und der Überfluss Freude bereitet. Was darf ich für sie einsetzen? Nichts, erwiderte Scrooge. Ich bereite mir selbst keine frohe Weihnacht und kann es mir nicht leisten, Faulenzer fröhlich zu machen. Ich unterstütze bereits das Armengesetz sowie die Gefängnisse, diejenigen, denen es schlecht geht, müssen sich eben dorthin wenden. Viele können nicht dorthin gehen und viele würden lieber sterben. Wenn sie lieber sterben würden, sollten sie es tun und dadurch den Bevölkerungsüberschuss vermindern. Die Herren sahen ein, dass hier alle Mühe vergebens war. Scrooge dagegen nahm seine Arbeit mit einer besseren Meinung von sich wieder auf und befand sich in gehobener Stimmung, als das sonst der Fall war. Dass sich inzwischen der Nebel noch stärker verdichtet hatte, es immer dunkler und beißend kalt geworden war, bedeutete dem alten Geizhals nichts, weshalb er auch voller Zorn ein Lineal gegen einen armen Burschen erhob, weil der es gewagt hatte, ihm ein Weihnachtslied zu singen. Gleich darauf schikanierte er Bob Cratchit. Scrooge fühlte sich ausgenutzt, weil am nächsten Tag Weihnachten war und Cratchit freinehmen und dennoch bezahlt werden würde. Ein unerhörtes Verbrechen in Scrooges Vorstellungswelt, doch er wusste sich zu rächen.
seien Sie am nächsten Morgen umso zeitiger hier. Der Angestellte versprach es, nahm seinen weißen Schal, einen Mantel besaß er nicht, und ging. Und während er längst daheim blinde Kuh spielte, nahm Scrooge sein trauriges Abendessen in einem traurigen Gasthaus ein, widmete sich den Rest des Abends seinem Kontobuch, bevor er nach Hause ging, in die düstere Flucht von Räumen, die früher seinem Partner gehörten. Und was sah der Wucherer, der ebenso wenig Fantasie besaß wie jeder Mann sonst in London? Marleys Gesicht auf dem Türklopfer. Scrooge ließ sich seine Erschütterung nicht anmerken und ging entschlossen hinein. Doch dann sah er vor sich einen Leichenwagen, die breite Treppe hinauffahren, und als er endlich dicht vor dem Kamin Platz genommen hatte, um von der Hand voll Kohle wenigstens ein geringes Gefühl der Wärme zu spüren, war ihm, als sähe er Marleys Gesicht auf jeder einzelnen Kachel. Unsinn, knurrte Scrooge, und augenblicklich begann eine alte, lange, nicht mehr benutzte Zimmerglocke zu schwingen, gefolgt von einem rasselnden Geräusch tief unten im Keller. Scrooge erinnerte sich gehört zu haben, dass Geister im Spukhäusern immer Ketten hinter sich herzügen. Die Kellertür flog krachend auf, er hörte das angsteinflößende Geräusch näher und schließlich direkt auf seine Tür zu kommen. »Ist doch Unsinn«, sagte er. »Ich glaube nicht daran.« Im selben Moment betrat der Geist von Jacob Marley das Zimmer. Er sah aus, wie Scrooge ihn in Erinnerung hatte, obwohl sein Körper durchsichtig und die Kette, die sich um seine Taille wand, absonderlich behängt war. Mit Geldkassetten, Schlüsseln, Urkunden und stählernen Geldbörsen. Scrooge war skeptisch und kämpfte gegen seine Sinne. »Was soll das bedeuten?«, fragte er bissig und kalt wie immer. »Welchen Beweis für meine Existenz möchtest du haben, außer dem, den dir deine Sinne liefern?« Marleys Stimme, kein Zweifel. Dennoch weigerte sich Scrooge zu glauben, was er sah. Da erhob der Geist ein schreckeneinflößendes Geschrei und schüttelte seine Ketten mit solch grässlichem Getöse, dass sich Scrooge an seinem Stuhl festklammerte, um nicht in Ohnmacht zu fallen. »Gnade, furchtbare Erscheinung, warum quälst du mich?« »Mann, weltlicher Gedanken«, entgegnete der Geist, »glaubst du mir oder nicht?« »Ja«, sagte der zitternde Scrooge, »ich muss es ja. Aber warum erscheinen Geister auf der Erde und warum kommen sie zu mir?« »Von jedem Menschen wird verlangt«, erwiderte der Geist, »dass seine Seele unter den Mitmenschen wandelt. Sie ist dazu verurteilt, durch die Welt zu ziehen und Zeuge dessen zu sein, an dem sie einst hätte teilhaben und es in Glück verwandeln können.« Die Vorstellung ließ Scrooge frösteln, doch er wollte wissen, was es mit der Kette auf sich hatte. »Ich trage die Kette, die ich im Leben geschmiedet habe. Ist ihr Muster dir so fremd? Meine Sicht der Welt ist nie über die engen Grenzen unserer Wechslerhöhle hinausgekommen. Jetzt finde ich weder Ruhe noch Frieden. Unablässig quälen mich Gewissensbisse. Ich wusste nicht, dass keine noch so große Reue die im Leben verpassten Gelegenheiten wiedergutmachen kann. Aber du warst immer ein guter Geschäftsmann, Jacob«, stammelte Scrooge. »Geschäft«, schrie der Geist und rang die Hände. »Die Menschheit war mein Geschäft. Die allgemeine Wohlfahrt war mein Geschäft. Barmherzigkeit, Mitleid, Nachsicht und Nächstenliebe. Warum nur bin ich mit gesenktem Blick an all meinen Mitmenschen vorbeigegangen?« Und Scrooge machte sich Verzweiflung breit, als er das Gespenst auf diese Weise fortfahren hörte. Und er begann am ganzen Leib zu zittern. »Hör mich an«, rief der Geist. »Noch hast du die Gelegenheit,
einem Schicksal wie meinem zu entgehen. Du wirst von drei Geistern heimgesucht werden. Ohne ihre Besuche kannst du nicht darauf hoffen, dem Weg auszuweichen, den ich zu gehen habe. Scrooge rang mit seiner Fassung. Erwarte den ersten morgen, wenn es 1 Uhr schlägt. Erwarte den zweiten in der nächsten Nacht zur selben Stunde. Den dritten in der darauffolgenden Nacht, wenn der letzte Schlag der 12. Stunde verklungen ist. Und denke daran, um deinetwillen, was zwischen uns vorgefallen ist. Indem er sich zum Gehen wandte, ließ Marleys Geist Scrooge aus dem Fenster blicken. Die Luft war angefüllt mit Gespenstern, die ihn in rastloser Eile hin und her wanderten und dabei stöhnten. Jedes von ihnen trug Ketten wie Marleys Geist. Einige waren zusammengeschmiedet, niemand war frei. Bei allen bestand das Elend offenbar darin, dass sie sich, um Gutes zu tun, in menschliche Angelegenheiten zu mischen versuchten, aber die Macht dazu für immer verloren hatten. Scrooge konnte noch nicht einmal Unsinn sagen, obwohl er es versuchte, und erschöpft von der Aufregung in des Tages stolperte er ins Bett. Der erste der drei Geister. Als Scrooge erwachte, war es so dunkel, dass er vom Bett aus kaum das Licht durch lässige Fenster von den undurchsichtigen Wänden seines Zimmers unterscheiden konnte. Und das irritierte ihn. Auch Marleys Geist hatte ihn außerordentlich beunruhigt. War es ein Traum gewesen oder nicht? Die Uhr schlug 1. Jene Stunde, zu der der Besuch angekündigt war. Scrooge wartete einen Augenblick und dann zu triumphieren. Die volle Stunde und nichts ist passiert. In diesem Augenblick flammte Licht im Zimmer auf und die Vorhänge an seinem Bett wurden beiseite gezogen. Scrooge sah sich einem seltsamen unterirdischen Besucher gegenüber, teils Kind, teils alter Mann, gekleidet in seine Tunika und mit einem Stechpalmenzweig in der Hand. »Ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht«, sagte der Geist mit sanfter, freundlicher Stimme. »Aller Vergangenen?« »Nein, deiner Vergangenen. Steh auf und komm mit.« »Ich bin ein Mensch«, protestierte Scrooge, »und könnte stürzen. Dulde hier nur eine Berührung durch meine Hand«, sagte der Geist und legte sie ihm aufs Herz. »Und du wirst mehr als nur in dieser Hinsicht gestützt werden.« Während die Worte gesprochen wurden, durchschritten sie die Wand und standen auf einer offenen Landstraße mit Feldern zu beiden Seiten. Die Stadt war völlig verschwunden. »Großer Gott«, sagte Scrooge, »in diesem Ort bin ich aufgewachsen.« »Seltsam, dass du ihn so viele Jahre vergessen hattest«, bemerkte der Geist, der ihn freundlich ansah. »Gehen wir weiter.« Als sie die Straße entlang liefen, erkannte Scrooge jedes Tor, jeden Pfahl und jeden Baum wieder und jeden Jungen, an dem sie vorbeigingen. Warum nur freute er sich, wie unbändig sie zu sehen? Warum leuchteten seine kalten Augen und hüpfte sein Herz, als sie vorbeizogen? »Die Schule ist noch nicht ganz leer«, sagte der Geist. »Ein einsames Kind, das von seinen Freunden gemieden wird, ist noch dort.« Scrooge sagte, er kenne es und stürzte. Und als er schließlich jenes arme, vergessene Ich sah, das er meistens gewesen war, zurückgelassen in den frostigen, trübseligen Schulraum, kannte seine Tränen keinen Halt. »Ich wünschte«, murmelte Scrooge, nachdem er die Augen am Ärmelaufschlag getrocknet hatte. »Aber nun ist es zu spät.« »Was ist denn?« »Ach, nichts. Gestern Abend sang ein Junge ein Weihnachtslied vor meiner Tür,
Ich hätte ihm etwas geben sollen. Das ist alles. Der Geist lächelte nachdenklich. Wir wollen uns nun ein anderes Weihnachtsfest ansehen. Der junge Scrooge war nun etwas älter. Und seine jüngere Schwester kam in den Schulraum gestürzt, um ihn nach Hause zu holen. Nach Hause. Nach Hause, kleine Fan. Ja, sagt das Mädchen. Ein für alle Mal nach Hause. Wieder war Scrooge in süße Erinnerungen versunken. Sie war immer ein zartes Geschöpf, das schon ein Hauch hätte zugrunde richten können, unterbrach ihn der Geistdampf. Aber sie hatte ein großes Herz. Sie starb als verheiratete Frau und hatte, glaube ich, Kinder. Ein Kind, erwiderte Scrooge, doch er schien sich unbehaglich zu fühlen. Richtig, sagte der Geist, deinen Neffen. Von neuem war sie unterwegs, und nun sah sie Scrooge als Lehrling mit seinem gönnerhaften Meister Fezziwig. Der alte Fezziwig feierte ein Fest. Sein Geschäft war ein gemütlicher, warmer Ballsaal. Seinen Angestellten und Nachbarn Mrs. Fezziwig und seine Töchter strahlten vor Freude. Es gab Kuchen und Glühwein, kalten Braten und gefüllte Pasteten. Jeder lachte und tanzte und sang. Sogar Scrooge war glücklich damals. Es ist ein leichtes, sagte der Geist, die Dankbarkeit dieser einfachen Leute zu entfachen. Ein leichtes, echote Scrooge. Fezziwig hatte die Macht, uns glücklich oder unglücklich zu machen und den Dienst zu einem Vergnügen oder zu einer Last werden zu lassen. Das Glück, das er hervorrief, war ebenso groß, als hätte es ihn ein Vermögen gekostet. Er spürte den Blick des Geistes und hielt inne. Was ist los? Fragte der Geist. Nichts Besonderes. Ich würde jetzt nur gern meinem Angestellten ein paar Worte sagen können. Weiter nichts. Wieder wechselte das Bild. Hier war Scrooge ein Mann in der Blüte seines Lebens und sein Gesicht begann schon Spuren von Sorge und Habsucht zu tragen. Einst, als sie beide noch arm gewesen waren, hatte er eine Mädchen namens Belle, die Ehe versprochen. Aber dann, ein anderes Götzenbild hat mich verdrängt, sagte Belle sanft. Würdest du mich jetzt noch wählen? Kann ich denn glauben, dass du ein Mädchen ohne Mitgift nehmen würdest? Du, der du alles nach dem Gewinn beurteilst. Scrooge wollte sprechen, doch sie fuhr fort. Mögest du in dem Leben, das du gewählt hast, glücklich werden. Und so verließ sie ihn. Scrooge war voller Schmerz, doch der Geist vergangener Weihnachten bestand darauf, ihm eine weitere Szene zu zeigen. Wieder das Mädchen, doch jetzt als anmutige ältere Frau, inmitten ihrer großen, ausgelassenen Familie, die am Weihnachtsabend herumtollte, wie 40 übermütige Derwische. Geist, sagte Scrooge mit gebrochener Stimme, führe mich weg von diesem Ort, quäle mich nicht länger. Erschöpft taumelte er zu Bett und sank in einen tiefen Schlaf.